Oh, echt schön. Da liegt was. Edix. Ein Pilz. Eine Rosalo-Trank. Da liegt was. Da liegt was. Jo, klettert doch mal drüber. Okay, da sitzt einer. Ich denke mal, ich werde mal die Waffe nehmen. Kann man auch schleichen? Okay, so nicht. Wir gehen mal hin. Geht's wieder? Du bist zu laut, dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine zwei Tage in dieser Gegend. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Ich komme schon klar. Ja, unterschätze mich besser nicht. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Du weißt nicht, wen du hier vor dir hast. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das. Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Ja, wir wissen ja aus der Observierungskammer. Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, was es dich angeht. Ich würde sagen, aus der Observierungskammer. Aus der Observierungsstation. Jemand wie du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Sag das nochmal. Du Kröte. Du weißt nicht, mit wem du dich hier anlässt. Du weißt gar nichts. Also eigentlich weiß er, dass ja die Leute hier rumfliegen, ne? Weil ich gehöre jetzt zu den Leuten, zu den Alps. Warum ich das nicht gesagt habe, ist klar. Ich meine, wenn ich ja wieder unten komme, ne? Du weißt gar nichts. Also das andere, das ist zu heftig. Aber entweder du weißt gar nichts oder Vorsicht, du weißt nicht, mit wem du dich zu tun hast. Vorsicht. Du weißt nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Mir machst du nichts vor. Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Warum interessiert dich das? Das macht dich doch nicht zum Freund. Warum interessiert dich das? Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden.
Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Ich werde mich schon zum Helfen wissen. Was sagt mir denn, dass es mir bei euch besser geht? Nicht genauso geht. Also wenn wir beim Berserker sind und wir sagen, oder es kommt raus, dass wir bei der Alp sind, ist klar, dann sind wir natürlich weg. Aber wir könnten es hier reinschmuggeln. Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserker nicht genauso geht? Egal, was du über uns gehört haben magst. Glauben würde ich nur das Wenigste davon. Mach dir besser dein eigenes Bild. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unserer Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Die Pistole? Na schön, dann gehen wir, geh vor, bring mich in der Stadt. Wenn ich das jetzt sagen würde, dann müsste ich auch zugeben, dass ich bei den Alps bin. Ich nehme das hier. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. Du solltest deine Waffe bereithalten, wenn's holprig wird. Ja, warte mal. Darf ich nicht gucken? Aktionen wie Springen plus Shift links angreifen und das und zweimal. Sinkt die auf null Kosten. Ja, okay, das ist klar. Das haben wir fertig? Schon bekommen. Ja, ich komme. Also los. Ich würde hier rumgucken. Mann. Fertig? Ja. Kann's weitergehen? Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Kommt bestimmt nochmal hierher. Warte ganz kurz. Wir sind hier, ne? Ja, wir kommen bestimmt nochmal hierher. Dann lassen wir uns erstmal die Mission mitgehen. Fertig? Also los. Ja, hast du denn? Ab hier müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Clan. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werker und Setzer auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Alles Geh klar. weiter. Bleib hinter mir. Geh weiter, bleib hinter mir. Oh, man kann überall. Kann's weitergehen? Ja, Opa. Halt! Eine Pflanze nicht mit. Also, die roten sind Heilpflanzen, das ist schon mal gut. Was ist da drüben? Einige Ruinen der alten Welt. Aber warum halten wir hier? Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor zwei Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Ah, okay. Kümmert dich das? Sie sind eure Stadt immerhin
ziemlich nah gekommen. Was denn? Kleriker? Hier draußen? Du hast sie also einfach verrecken lassen? Was denn? Kleriker? Hier draußen? Das hört sich ja gerade so an, als wärst du beunruhigt. Du scheinst die Kleriker wohl nicht zu mögen, was? Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Angenommen, ich käme aus dem Land der Alps. Ich glaube, wir behalten das erstmal für uns. Ja. Kümmere dich besser um deinen eigenen Dreck. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Was wäre, wenn ich jetzt sage, ich wäre ein Kleriker? Okay. Möglicherweise bin ich ja ein Outlaw. Ich weiß halt gerade nicht so viel von Outlaw und von Claire weiß ich eben nichts. Bei den Alps weiß ich jetzt zum Beispiel, dass die nicht gerade freundgesinnt sind mit den Duran. Was macht für einen Unterschied, woher ich komme? Ich nehme das hier. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits... Die erledigten Kleriker da drinnen haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Wir gehen durch die Ruinen. Wir gehen durch die Ruinen. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Du hast dich für den Weg entschieden. Du bist in der Aufstieg, öffne mit V, Audio, neue Attribute und verteile empfinden deren Fähigkeiten erlernen. Okay, also. Guck mal. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssten die Leichen der Kleriker noch da sein. Ganz genau, warte ganz kurz. Sag bloß, das läuft so weiter, ne? Im Hintergrund. Kurze Information auch. Auch für die im Stream und die für die YouTuber vor allen Dingen. Ich werde in einem Rutsch aufnehmen und werde ihn nachher wieder stückeln, ne? Wie ich das so meistens handhaben tue, ne? Ansonsten hätte ich da ein bisschen zu viel, ja, mehr Zeit in Aufwand. Und so kann ich das in einem Rutsch schneiden und dann läuft das besser. So, wir haben 10 Punkte. Stärke. Stärke gibt deine physische Kraft wieder. Die erhöht in deinen Nahkampf und ermöglicht dir, bestimmte Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten zu lernen. Konstitution. Gibt deine körperlichen Verfassung wieder. Sie erhöht dauerhaft deine Lebensenergie und ermöglicht dir, bestimmte Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten zu erlernen. Okay, hört sich schon auch nicht schlecht an. Geschicklichkeit. Gibt dein Agility und Gewandtheit wieder. Sie erhöht deine Fernkampfschaden, also Fernkampf wahrscheinlich mit Pfeil und Bogen oder mit Waffe, ne? Und ermöglicht dir bestimmte Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten zu erlernen. Intelligenz gibt deine geistige Leistungsfähigkeit wieder. Sie erhöht je nach Fraktionsgehörigkeit dauerhaft dein Mana oder deine PSI-Kraft und ermöglicht dir bestimmte Fähigkeiten zu lernen. Gerissenheit. Gibt deine soziale Kompetenzen wieder. Sie ermöglicht dir, bestimmte Fähigkeiten zu lernen. Und sofern du Outlaw bist, erhöht sich dauerhaft deine Stim-Kapazität. Also wir müssen echt gucken, auf was wir uns begeben. Ne? So, sind wir Outlaw? Sind wir die anderen? Oder das hat alles damit zu tun eigentlich, ne?
Ich glaube, die drei Sachen sind Stand-up für alle, so wie ich das gerade sehen tue. Und die beiden sind für die zwei anderen. Wir nehmen erstmal Stärke. Aber wir wollen erstmal ein bisschen was machen. So, dann nehmen wir hier mal noch Konsistenz oder Konstitution. Und ein bisschen Gesundheit immer dazu. Auf jeden Fall, weil Gesundheit auch mal, das ist wichtig. Ich gehe mit der Stärke ein bisschen runter. Mit deiner Stimpel-Kapazität. So würde ich sagen, ne? Geschicklichkeit. Erhöht dauerhaft deine Lebensdauer. Wir gehen erstmal hier drauf. Mehr Lebens. Ich denke mal, wir werden ja sowieso was bekommen. Pass auf. Wir werden auf jeden Fall etwas bekommen. Wir machen hier und wir gehen erstmal auf Gesundheit, ne? So. Und dafür gehen wir hier noch auf 2 auf die Stärke. Passt. Übernehmen. Wir werden bestimmt noch mehr davon bekommen. Garantiert. So. Ach, das sieht so schön aus. Also los. Ist jemand? Ja, mach das ruhig. Achso, ich krieg Punkte. Oh, fertig? Ich bin da. Fertig? Ja. Warte mal. Wir haben doch, glaube ich, noch Waffen, ne? Eisen. Ein Setzerbogen, ne? Da behalten wir noch ein bisschen. Wir gucken später also mit dem Setzerbogen, ne? Ja, ja. Siehst du? Das reizt mir! Eieiei, aua. Ich tu los, komm. Oh, bong. Oh. Komm schon. Komm schon. Ja. Mann, 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 schwerfälliger Wühler. Der war echt schwerfällig, aber... Oh, warte mal, da liegt was. Alter Lunge. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich so sehr viel sammeln hier? Ich weiß es gar nicht. Kann man mal gucken. Rauseflaschen. So, wir nehmen alles mit hier. Ich hoffe, er wartet da drüben. Oh, man kann ja echt überall hinlaufen. Also wie gesagt, wir laufen erstmal mit dem Typen hinterher hier. Bevor ich mir hier wirklich... Ach, er kämpft da hinten schon. Das ist er gar nicht. Wo ist er denn? Ach, da steht er. Hm. Warte, ich bin bei dir. Kann's weitergehen? Ja, ja. Ich bin ganz gespannt. Was ist das hier? Warte. Du hast einen Teleporter aktiviert. Du kannst über die Karte in deinen Attributen nun zu diesem Ort schnell reisen, zurückkehren. Ah, okay, nice. Das jetzt auch. Oh, fertig? Mega. Ja. Dieser Ort also eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Aha. Kann's weitergehen?
Ihr seht nichts, ne? Ich sehe auch nichts. Klopapier. So, was ist das für ein Spiel? Sag mal, dass es nur Klopapier gibt hier überall. Das ist schon merkwürdig. Okay, die Schrift kann ich nicht lesen, ja. SWL. Power. Das heißt Power auf jeden Fall. Könnte ein IS sein. Schau, vielleicht können wir aber noch die... Schlafen. Fertig. Ich kann sogar schlafen. Janne, warte doch mal. Junge. Ich höre, dass du Spaß hast. Elixier. Guck mal, wir können alles mitnehmen. Ja, eine Axt. Mann, Junge, das ist ja... Die Stiefel würde ich ganz gerne mitnehmen. Ach nein. Also es ist halt echt dunkel, ne? Aber... Okay, pass auf, ganz kurz. Die Axt hat 30, ne? Die hat 20, die hat 30. Schaden plus 22. Wir setzen die dahin jetzt. Wir nehmen dir für die jetzt die Axt mal. Und, pass mal auf. Waffe eines Klerikers. Unverkäuflich. Ah, fehlende Talent. Oh, okay. Okay, wir haben nichts anderes weggenommen. Kleiner gelber Stein. Ich guck gerade nach dem Magnesiumfackeln. Okay. Quickslot. Da packt man jemand drauf, falls wir nämlich mal was brauchen. Kommt der auf der 9? Heiltrank. Ja, wir nehmen erstmal die Kleinen auf jeden Fall. Ja, der bleibt auf der 9. Du kannst sogar essen und alles. Mann, das ist ja... Es ist doch einiges größer als wie gedacht, ne? Ich guck mal ganz kurz, wie das aussieht. Ja, ist ja mega. Das haut mich von den Socken gerade. Ich wüsste, wo der ist hier. Ist der nach unten oder ist der darüber? Okay, das wird als Spind angezeigt. Missionslogbuch. Okay, der ist hier oben. Pass auf, warte mal ganz kurz, Junge.